Ja, liebe Leute, was geht ab hier? Der Film mal wieder am Start mit einem neuen Paradise Video. Im letzten Video sind wir ein bisschen auf Streife gegangen und haben drei neue Fahrzeuge erhalten. Zu einem war es hier der Krieger 616, dann der Montgomery Hyperion und der Hunter Spur. Jo. Machen wir mal weiter hier mit dem Ganzen. Wir nehmen jetzt wieder Hyperion. Ein Stuntfahrzeug. Nehmen das jetzt mal. Überall in Paradise City könnt ihr Rekorde überbieten. Startet ein Showtime-Event und baut ein paar Crashs, um möglichst viel Schaden anzurichten. DJ Atomica, die bei Crash FM den lieben langen Tag Kotflügel verbiegt. Mhm, interessant. Erstmal hier durch die Werkstatt reparieren. Ist ja wieder ein bisschen frisch. Aber der Sound fällt mir schon mal an sich. Vom Hyperion. Oh, halt. Der Nachbrenner. Abhalten geht erstmal klar. Jo, wenn ihr es mitkriegt, dann hat sich der Sound von meiner Stimme etwas geändert. Das liegt daran, dass ich jetzt nicht mehr durch mein Headset, sondern auf jetzt hier separaten Mikrofon. Kommt jetzt, hier nicht zu starken Rückkopplungen. Weil ich jetzt mal testen herausgefunden, was überhaupt kommt. Andere Nebengeräusche, ich hoffe, euch stört das Ganze nicht. Gehen wir mal los, so, der pfeift ab, wer da hier. Und dann, wenn wir die Burning Root dann haben, gucken, was wir dann herauskommen. Oh, was ist hier? Oh, immer wenn man jetzt starten will, stand weiter noch was offen. Der Montgomery GT2400 wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. Alles klar. Der war noch offen. Jetzt mal wurde der uns ja der hier angezeigt. Auf diesen Wagen freue ich mich mal. Vor allem vom Fahrverhalten, wie er sich so fährt. Ja, so irgendwie wie ein klassischer Le Mans-Renner. Und wir starten die Burning Meat. Phase zum Country Club im Nordwesten. Die Zeit läuft. 1:27 bis zum Country Club. Das ist auch Ampel, geh auf grün und wir legen los. Geht schon ab wie ein Inception. Aber so die Fahrstellung habt ihr schon bei der Paradise zugelegt. Wie weit seid ihr? Seid ihr am Überlegen, ob ihr euch das Game noch holt oder nicht? Ich sag hier schon mal, wieder eine Kaufempfehlung voraus, nach super Laune das Game. Zeitvertreib ist da. Und diese Burning haben wir damit auch nicht geschafft, weil auch easy video account hier aufwendig. Schön. Und damit haben wir gewonnen. 207 Siege bis zur Aufwertung. Okay. Wieder gesiegt und wieder ein neues Auto. Der Montgomery Hyperion Rattler ist der aktuelle Neuzugang in deiner Flotte. Viel Spaß! Mhm. Ja, danke schön. Da der Hyperion hier so gut abgeht, düsen wir mal
oder wir fahren mal ein Rennen mit ihm hier. Und mal sehen, ob er hier auch sein Tempo beweisen kann. Rase zur Windfarm im Westen. So. Ab geht er Richtung Windfarm. Natürlich wieder viele Tempo-Boost-Typen am Start. Der ist jetzt auch gerade nicht so robust, deshalb könnte er die jetzt nicht so wegbrocken. Dafür kann aber die Verrückter ganz gut berichten. Außer es kommt ein Gegenverkehr. Ach man, wir stehen ja schon, wo es ja nur der Außenspiegel war. Komm, komm. Gib ihn da. Gut, wie ein Brett liegt er jetzt nicht so auf der Straße. Ein bisschen wackeln tut er ja auch. Aber man kann ihn, man kriegt ihn unter Kontrolle. Und das habe ich ja voll nicht kommen sehen, das Auto. Ey, das gibt's nicht, Alter. Jetzt hier herausfordernd. Ja, moin. Danke. Ich wollte schon sagen, jetzt hat die Ausfahrt verpaart wegen den Takedown, Alter. Mit dem mal ganz leicht da im Abseits gestellt, Alter. Wir sind zurzeit auf dem zweiten. Tempesta ist vor uns. Jetzt nicht mehr. Oh. Jetzt bestimmt nach links. Ja. Ich sehe es im Augenwinkel weiß blinken links. Okay. Na. Gut, jetzt gerade nicht so. Wie gesagt, man muss diesen Wagen erstmal unter Kontrolle kriegen. Ja. Man macht doch in den Kurven auch was. Slidet dezent rum. Komm, gib ihn, gib ihn. Gib ihn. Driften, driften, driften. Boah, nicht. Das Ziel ist nicht mehr weit. Und 100 Meter, gib ihn die Kurve hier. Ein paar Schüler mitgenommen. Und durchboosten. Und. Sind angekommen. Damit waren es noch 6 Siege. Nun denn, für Rennen jetzt, sage ich jetzt mal, ist ja jetzt gerade nicht so geeignet. Es geht zwar, aber dafür fahren wir jetzt noch, weil es ja vom Booster verlangt ist, ein Stuntrennen, ne? Finde Stunts und erziele Punkte, um die Punktvorgabe zu erfüllen. Okay, 62 Punkte ist das Ziel. Den Jump mit und diesen Jump. Sagt man, hier oben ist das eigentlich auch mit einer der besten Stunt-Location, wo man auch Punkte machen kann. Weil man hier einfach auch nur geradeaus fahren muss, den Berg hinunter. Wieder die Werbetafel verpennt. Dies. Bisschen tricky. Das mal hier hoch halt. Wo wir hier ja auch schon waren. Bauen ein bisschen Tempo auf. Okay, wir hätten jetzt rechts rumfahren können. Die Tafel, aber komm schon. Gib mir doch keine Passrolle. Oh,
Ja, das gibt's doch nicht. Ich möchte doch mal eine Fassrolle mit diesem Wagen hinkriegen. Die Werbetafel. Zuletzt, glaube ich, eine Barrel Roll. Mit den Hunter Manhattan hingekriegt. Also können wir noch Schilder mitnehmen. 100. 147. Diese Tafel noch. 20.000 Multiplikator mal 13. Läuft bei uns. Naja. Eins hier noch. Ihr wisst ja schon, wir fahren zu diesem großen Sprung. Da kriegen wir eine Fassrolle hin. Hoffe ich so mit. Nein! Puh, Alter, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Tempo aufbauen, Tempo aufbauen. Ja, Mann. Haben wir ja noch eine hingekriegt. Eine Stelle, wo man es eigentlich mitmachen sollte. Und Reise geht weiter. Kette hört nämlich auf. 40.000 Punkte. Den hier, super Jump noch mit. Und am Ende gegen einen Container zu landen. Ja. Gut. Das war's vom Rennen. Und wir haben eine Zielpunktzahl von 1 Million. Über 1 Million Punkte. Ach ja, 5 Siege noch. Das ist das herrlich, ey. Jo. Düsen wir mal zum Schrottplatz. Hier ist ein brandheißer Atomica-Tipp für alle, die auf der neuen I-88 festsitzen, weil sie falsch abgebogen sind. Das ist uns allen schon mal passiert. Orientiert euch einfach an eurem Crash-Navi. Das zeigt euch die Abfahrten. Oder springt durch eines der Löcher, wo die Baufirma keinen Zement mehr hatte. Eine Sprüche hier hat das Game. Ah. Ich hoffe, es geht jetzt noch, jetzt mit der Zeit, in letzter Zeit. Ich hoffe, dass jetzt keine Rückkopplungen so hart, so schlimm waren. Was hat hier noch heute? Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinen Kopfhörern liegt, die am Controller verbunden sind, damit es Rückkopplungen hier gibt jetzt mit dem Mikrofon. Das werde ich erst sehen, wenn ich das Video ein bisschen bearbeiten tue. Okay. Der Montgomery Hyperion. Und der Montgomery GT 2400. Hm. Oh, ja. Das ist ein ja, klassischer Rennwagen, ne? So. Zu den kommen wir später. Ah, komm, nee, nee. Komm, wir packen den jetzt mal aus. Vierer Tempo. 6er Boostkraft, 2 Punkte nur in der Stabilität. Egal, wir nehmen ihn und zünden mal. Sound gefällt mir. Auf jeden Fall. Bombenmäßig. Gut, dann starten wir mal ein Rennen. Base zur Windfarm im Nordwesten. Zur Windfarm und dann schauen wir mal, wie wir uns so schlagen. Seite.
müssen. Ja, nice. Das müssen wir mal beibehalten. Wahrscheinlich einfach nur die Boost-Taste drückt, Alter. Ja, wir sind bei mal 3. Ich will ja nicht so hoch halten. Bisschen unter Concentration. Ja, da hängt der ab. Mal 6. Der liegt wie ein Brett auf der Straße. Mal 7. Komm, bin ich in die Klarare? Nein. 8er Boost. Gib mir, komm. Gib mir den Boost bei 10. Ja, Mann. 10er Boost ist am Start. Komplettes Rennen durchgeboostet. Noch mal 11er hinterher. Zum 12er. Ja, nice. Na, eben hier mit dem Burnout mal 12 gekommen. Sehr schön, Alter. 4 Siege fehlen uns noch, ey. Halte auf den Straßen Ausschau nach dem Jensen P12. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Ja, wir haben schon wieder ein neues Auto am Start. Oh Mann, ich hoffe, es ist alles gut. Bei der Tonspur. Ja, macht uns schon das erste Video mit einem neuen Mikrofon. Macht sich schon mal Sorgen, ne? Er liegt wie im Brett hier, da. Mann, geht der. Schön, dezent. Flach gehalten. Schön windschnittig. Perfektes Grip-Verhältnis zur Straße. Und zur Lenkung, Alter. Das Ding, Alter. Wie ein Brett. Zum Abschluss düse ich jetzt schon. Erstmal in den Himmel. Aber da unten auf der Karte ist das hier. Wir fahren zur Burning Route. Damit wir noch die Burning Route Version von ihm haben. GT 2400 Burning Route. Ja. Geht da zum Abschluss. Rase zum Wildcats Baseball Stadium im Südosten. Die Zeit läuft. 2 Minuten, um zum Stadion zu kommen. So. Nein, wo. Komm, fahr weiter. Jetzt ohne Witz. Okay, komm. Das war eigentlich jetzt nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich weiter links fahren. Bin dann aber rechts so weit gekommen. Hab dann die Chance, dass du hier drauf bist. Ich wollte eigentlich ja nicht weiter. Hier schon im Tunnel, habe jetzt nicht die Gänge mitgezählt, in welchem wir uns gerade befinden, aber er schaltet dann immer höher und höher und höher. Er hat unendlich Gänge.
Er kann nur Physik wie schnell fahren, oder? Das Ding hat kein Tacho. Ich will es auf diese Variante jetzt mal probieren. Kann man ja mal ein bisschen aufs Navi verzichten. So. Jetzt geht's eigentlich, ist eigentlich immer ein Viertelmeilensprint. Und drücken. Wir sind gut in der Zeit. Dann ist kein Auto von der Seite kommen. Und wir sind angekommen. Drei Siege fehlen uns. Für diesen Burning Root Erfolg erhältst du einen weiteren Wagen. Der Montgomery Sabotage GT 2400 steht am Schrottplatz. Mhm. Fein. Mann, der Karren geht schon ab, Alter, ey. Bisschen jetzt leicht lidiert. Rekord zu knacken. Ja, locker flockig, Alter. So, dann würde ich erstmal sagen, was das für dieses heutige Burnout Paradise Video, heute mal ein bisschen im englischen Style unterwegs gewesen. Klar, Montgomery, man sieht es am Emblem, britische Flagge, ne? Erst mit den Hyperion und jetzt auch dann zum Ende mit den GT 2400. Zum Hyperion, ja, so im Fahrverhalten hat eigentlich ein Standauto an sich, bringt er da Ruhen, Geschwindigkeiten eher so, naja. Man muss ihn zähmen können, ihn kontrollieren können. Und dann kam halt das Gegenüberstück. Er hier, der Le Mans Racer, schön, schön flach. Grip wie ohne Ende, Alter. Den muss man richtig in die Kurve ring quälen, damit er mal ein bisschen quer kommt. Ansonsten, Alter, Top-Geschwindigkeit. Der liegt schön auf der Straße, wie gesagt. Und wir haben mit ihm ein Burnout mal 12 hingekriegt, Alter. Das freut mich tierisch, Alter. Und wäre die Strecke noch länger gewesen, wären wir definitiv noch höher gekommen. War schon jetzt schon ab Burnout mein 9 schon konstant im Tunnelblick drinne, aber egal. Dieser Wagen macht Laune, Alter. Und ja, wenn es euch heute gefallen hat, das heutige Burnout Paradise Video, dann zeigt es mir doch, indem ihr einen Daumen nach oben da lässt, ein Däumchen wäre ein Träumchen, Alter. Haut mir die Tasten in die Kommentare unten hinein, was ihr von den GT hier hält, von diesem Le Mans Flitzer. Ich finde die mega geil, Alter. Es macht auf jeden Fall Bock, mit ihm zu fahren. Im späteren Verlauf, wenn ich mal wieder Laune habe, düse ich mit ihm vielleicht mal wieder ein paar Runden. Und er ist, wie gesagt, schnell. Aber es gibt noch schnellere Autos in diesem Spiel. Und wir werden alle, und wir werden es noch herausfinden, welche es sein werden und wie schnell sie wirklich sind. Also, nach der Dude und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.